Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Kanal Feinflug LP. Um was geht es heute? Also ich wollte eigentlich heute mal was ganz Geiles vorstellen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht bei welcher Version, ich guck mal kurz was prüfen. Okay, es gibt ja nach einer bestimmten Minecraft-Version, ich weiß gar nicht welche, 1.4, keine Ahnung, oder sogar noch früher, gibt es diesen Command-Block. Mit dem Command-Block kann man sich ja einen Befehl ausführen lassen. Ist eigentlich vollkommen egal, was es ist. Es ist immer noch ganz wichtig, dass man den Befehl erst eingibt und dann add A. Add A wäre zum Beispiel jetzt alle Spieler. Und ich habe jetzt hier gerade drin eine Timeset 5000. Eigentlich wollte ich das hier gar nicht zeigen, sondern es geht eigentlich nur darum, eine Zeit, ja, eine ganz simple, ja, wie soll man es nennen, eine ganz simple Zeitschaltuhr, will ich mal so sagen, zu bauen. Eigentlich ganz simpel mit Repeatern. Repeater, wenn man die kann man ja verstellen. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drücke, geht der Piston außen raus, wieder rein. Warum erkläre ich euch gleich. Jetzt seht ihr, das geht ja durch, also es läuft ja durch, und kommen wir zu dem Command-Block. Der Command-Block ist halt der Vorteil, man kann den mit Redstone steuern. Das heißt, ja, man kann halt steuern. Und diese Schaltuhr hier, das ist ja mit den Repeatern gebaut. Hat eine bestimmte Dauer, ich weiß gar nicht welche Dauer, ich habe es gar nicht nachgeschaut. Ist nur so hier, das ist meine Tutorial-Welt jetzt im Moment wieder, meine neue Welt. Und wenn ich da irgendwas machen will, dann ist das halt immer doof, weil die Zeit, die geht immer zurück. Und da könnte ich rein theoretisch, könnte ich dann einstellen, dass in einer bestimmten Zeit immer dieser Befehl ausgeführt wird. Ja, eigentlich diese Zeitschaltuhr ist ganz einfach zu bauen. Warum ich hier den Piston gebaut habe, wer von Redstone Ahnung hat, weiß das. Ich habe den Piston hingebaut, weil ich den ja einmal drücke hier. Damit das Signal nicht dauerhaft ist, sondern der Schalter wieder ab. Und läuft dann hier durch. Moment mal eben, ich muss mir gerade mein Schwert geben lassen. Ich habe die Monster nicht aus. Ich weiß nicht warum. Ich habe das eigentlich ausgeschalten, glaube ich. Wenn man es überhaupt ausschalten kann. Weil diese komischen Viecher, die nerven eigentlich. Die kann man bestimmt irgendwie ausschalten. Komm, geh weg hier. Ja, diese Viecher sind immer ein bisschen nervig. So. Aber ich glaube, die spawnen wieder neu. Bringen wir die zwar noch um. Und den auch noch. Ja, leider ist dem ich auch das System, was mir gerade einfällt, leider ist dem ich das System trotzdem neu gemacht habe, lägt trotzdem Minecraft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber darum geht's oder nicht. Und wie gesagt, die Zeitschaltuhr, umso mehr Repeater ich hinbaue oder umso kürzer ich die Repeater baue, umso weniger Zeit ist das. Wir gucken uns mal ganz kurz, wie viele Sekunden das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, ungefähr 8, 9 Sekunden. Wenn ich das verkürze, ich mach mal 4 Repeater, upsala, ich mach jetzt mal 4 Repeater weg. Da kommt schon wieder ein neuer Slime, wie ich gesehen habe. So, wenn ich das jetzt wieder anmache, ist die Zeit definitiv kürzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, ungefähr 6, 7 Sekunden. Man kann das natürlich immer variieren. Also man kann das natürlich noch länger ausbauen. Das Einzige, was ihr definitiv vorher darauf achten müsst, das ist, wenn ihr diese Zeitschaltuhr baut, müsst ihr definitiv darauf achten, dass ihr nicht zu weit weggeht. Weil wenn ihr zu weit weg seid, also die Zeitschaltuhr zum Beispiel baut bis dahin und sonst wohin, wenn es zu weit weg ist, läuft das nicht mehr. Das heißt, wenn ihr hier steht und drückt, funktioniert das nicht mehr. Also müsst ihr, wenn ihr eine sehr, sehr lange Zeitschaltuhr haben wollt, Moment, muss ich gerade selber nochmal gucken, müsst ihr dann zum Beispiel das so bauen, dass ihr einfach nur jetzt zum Beispiel rüber geht und dann die Zeitschaltuhr weiterbaut. Das heißt, dass die Zeitschaltuhr immer ja in eurem Kreis ist. Also die darf auf jeden Fall nicht zu weit weg sein. Wenn das nämlich zu weit weg ist, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist halt der Nachteil dabei. Ja, ansonsten, die Zeitschaltuhr ist eigentlich simpel zu bauen, wie ihr das ja selber seht. Das ist total simpel. So, dürfte ganz normal gehen, mal kurz probieren. Na? Ist einfach nur die Repeater in eine Richtung bauen und diese Knöpfe hier bewegen. Das macht ihr einfach mit einem rechten Mausklick. Dann könnt ihr das verstellen. Und natürlich, umso höher man das einstellt, ist klar, umso länger dauert es auch, bis durch einen Repeater durchgelaufen ist. Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz vorstellen, wer immer was bauen wollte mit einer Zeitschaltuhr. Ja, geht das halt so, auf ganz einfache und simple Weise. So kann man das Redstone-Signal
Ja, sehr lange, das dauert halt sehr, sehr lange, bis hier durchgelaufen ist. Ja, ich habe das eigentlich nur gebaut, dass ich halt, wie gesagt, hier auf meiner Welt stehen kann, auf meiner Turbo-Welt, wenn die Zeit halt mir nicht passt und ich will halt nicht unbedingt eine Konsole mal aufmachen und das eingeben. Und drücke ich einfach hier drauf und dann verstellt sich die Zeit. Jo, das wäre es soweit eigentlich von mir, von diesem kleinen Tutorial. Ich werde heute noch ein paar mehr machen. Bin gerade am Überlegen, was ich mache, aber jo. Jo, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Like geben. Wenn da irgendwelche Fragen sind zu dem, da werden bestimmt ein paar Fragen kommen. Stellt es einfach in die Kommentare und dann jeweils, wenn eine bestimmte Frage kommt, werde ich dann ein weiteres Video machen. Das ist jetzt sozusagen das Hauptvideo. Und wenn irgendeiner was wissen will, dann bitte in die Kommentare. Und dann wird auch ja, ein Video erstellt, wo halt das erklärt wird. Ja, da würde ich sagen, bis demnächst, euer von Vogel P. Bye, bye.